Musik hat schon immer einen sehr wichtigen Teil in meinem Leben ausgemacht. Ich habe früh angefangen, Schlagzeug zu spielen, später dann Keyboard und Klavier. Und dann wurde mir auch relativ bald bewusst, dass ich das auch beruflich machen möchte. Also in meiner Kindheit hatte ich viel mit Breakdance und Hip-Hop zu tun. Das hat sich dann ein bisschen verändert. Es wurde dann immer mehr Filmmusik, was mich interessiert hat. Im Studium hat sich das noch ein bisschen mehr verändert. Ich bin mehr in die klassische Richtung gegangen. Ich habe Musik und Komposition studiert und habe mich viel mit Tonsatz, Gehörbildung, Harmonielehre beschäftigt. Und nach dem Studium habe ich gemerkt, ich möchte auch wieder so ein bisschen back to the roots. Also meine alten Einflüsse haben mich eigentlich nie so ganz losgelassen. Im Alltag als Komponist und Musiker musst du, glaube ich, ziemlich flexibel sein. Routine kommt nie so wirklich auf, weil du an vielen unterschiedlichen Projekten arbeitest und teilweise auch an vielen unterschiedlichen Projekten gleichzeitig arbeitest. Natürlich lernst du so mit der Zeit an Erfahrung dazu und es geht alles ein bisschen leichter, aber trotzdem bietet jedes Projekt eine neue Herausforderung, was du vielleicht vorher noch nie gemacht hast. Eins meiner Herzensprojekte ist Children of Our Stars, wo ich praktisch ganz unabhängig von Auftragsarbeit meiner eigenen Musik nachgehen kann. Drum-Bass-Musik und organische und orchestrale Elemente versuchen wir da miteinander zu verbinden, um so einen neuen Ansatz in diesem Musikgenre zu schaffen. Das Ganze mache ich mit meiner Freundin zusammen. Wir sind praktisch so ein Producer-Duo. Uns gibt es seit 2020 und ein großer Part ist natürlich auch der Gesang von meiner Freundin. Eins der aufwendigsten Projekte war mit Sicherheit Dreamscapes. Das ist unser erstes eigenes Tanztheater, was wir zusammen produziert haben. Also sprich, ich mit einem alten Schulfreund, der auch Breakdancer ist und Hip-Hop-Tänzer. Und da haben wir wirklich alles selber gemacht, von Musikproduktion über Choreografie bis hin zu Bühnenbild. Das hat dann auch 2018 Premiere gefeiert. Wir haben große Erfolge gehabt. Das ist dann schon ein cooles Gefühl, wenn man vor ausverkauftem Haus auf der Bühne steht. Du hast natürlich auch immer die Möglichkeit, als Komponist an Wettbewerben und Competitions teilzunehmen. Zum Beispiel der German Game Music Award im Jahr 2014. Da habe ich praktisch zwei Videospiel-Trailer vertont und das Ganze wurde dann auch von einem großen Symphonieorchester live gespielt. Letztendlich konnte ich dann sogar den ersten Platz gewinnen. Für mich geht es eigentlich immer irgendwie weiter, weil du nie ausgelernt hast. Das Schöne daran ist, dass du immer wieder was Neues lernen kannst, dich immer wieder weiter verbessern kannst und deine Musik auch immer ein Stück weit ein neues Level erreicht. Natürlich gibt es auch Schattenseiten und es ist nicht immer alles cool. Es ist schon ein ziemlich hartes Business und du musst lernen, dass du sehr häufig Absagen kassierst. Und du musst dir auch über die Zeit, glaube ich, so ein dickes Fell aneignen, was das anbelangt. Nichtsdestotrotz hält mich das nicht davon ab, immer weiterzumachen. Und ich glaube, auch wenn du hart arbeitest und selber an die Sache glaubst, dann wird es auch funktionieren.